Hallo zusammen und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, wir sind hier wieder in Staffel 3. Lange ist es her, nun geht's weiter. Ich habe mich jetzt nur mal ein bisschen um die Staffel 4 gekümmert, aber jetzt kommt dann auch wieder Staffel 3. So, ich glaube Folge 90, 91, nee, 92 müsste das sein. Das ist schon etwas länger her. Ich habe hier offline noch oben Wheele dazu geklatscht, zwei Stück, und hier oben eine sogenannte Round Robin Pipe. Round Robin Pipe oder so heißt die Round Robin Transport Pipe. Genau, eine Stone Pipe und ein Gravel. Die macht nichts anderes, als wir teilen die Items 1 zu 1 in jeden auf. Also kommen hier 6 Items, gehen 2 in die Pipe, 2 in die Pipe, 2 in die Pipe. Und das immer parallel, also sprich zuerst ein Item hier, ein Item hier, ein Item hier, dann wieder ein Item hier, ein Item hier, ein Item hier. So. Es ist wirklich itembezogen, nicht stackbezogen, sondern wirklich ein Item nach dem anderen. Auch wenn ein Stack kommt, schmeißt er automatisch das wirklich ein Item nach dem anderen. Also viel besser als für die Golden Diamant-Pipes. Dann habe ich hier zwei Insertion-Pipe drauf getan. Anstatt den Diamant-Pipes. Die Insertion-Pipe machen nichts anderes als wie erst wenn dieses näherste Inventar voll ist, geben sie die Items ans nächste weiter, also an den nächsten Pipe weiter. Erst wenn die Kiste voll ist, geben sie weiter, wird diese Kiste voll, wenn die voll ist, gehen die Items hier unten hin. Ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Das war's eigentlich schon. Seit der letzten Aufnahme. Ist schon etwas her, aber wie gesagt, dafür geht's jetzt wieder rund. So. Ja, wir gehen am besten mal schlafen, dann wird Tag. Dann ist nicht so dunkel hier. Ich weiß, im Dunkeln ist es besser runkeln, sagt man so, aber das wollen wir ja jetzt nicht unbedingt. Besonders allein macht das gar keinen Spaß. So. Das Minecart fährt anscheinend auch noch. Was der da macht, weiß kein Mensch, egal. Quellprogramm müsste gestartet sein, weil ich. Nee. Starten wir mal, dann bereitet er das Ganze vor. Da habe ich auch noch nicht wirklich abgeändert. Ein bisschen Zeit habe ich rumgespielt, damit er nicht so schnell ist. Ein bisschen langsamer. Aber auch ein bisschen rumgetestet. Leiser das. Geothermalgenerator schippt hier ohne Ende. Hier ist tote Hose. Oh, es ist halt einfach. Müssen wir hier mal wirklich wieder mich durchchecken, weil ich gar nicht weiß, wo wir stehen geblieben sind. Hier hinten war ja der Bahnhof, ne? Das war ja auch ein großes Projekt hier. Oh, weh, oh, weh. Schon jede Menge Zeugs drin, da haben wir wieder Diamanten, Redstone, Kohle, das können wir mitnehmen, Eisen, das können wir auch mitnehmen. So, da machen wir auch noch ein bisschen davon. Was sind das? Sind das? Wo haben wir den her? Nehmen wir das Crab auch gleich mit. Okay, wo haben wir den Zinderst her? So, das sollten ja Öfen sein, oder? Geht das so? Ne. Okay, dann müssen wir das drüben machen. Hier läuft noch alles. Das sollte auch noch funktionieren. Yep. So, dann schmelzen wir mal den Zinn einfach hier durch. Zinn, Eisen. Ja, Zinn ist egal. Kohle, das Redstone. Haben wir noch jede Menge Eisen. So, dann kommt das Ganze hier wieder rein. Kohle, das können wir auch hier reinmachen. Eisen das nicht, den werden wir noch brauchen. Hier rein tun. So. Aber jetzt das Eisen hier rein. Wenn dann irgendwas kacke, brauche ich auch nicht mehr. Hier mal mit dem Metall leer. Ach, wir haben so viel in dem Metall, da werden wir gleich mal was anderes machen. Wir haben ja den Mod Bibliocraft drauf, glaube ich halt. Hoffe ich halt. Denke ich mal. Oder so irgendwie. So, nimm mal, ach du meine Güte. Genau, also ich werde auch diese Folge wieder im Map-Download machen und in der Videobeschreibung. What the fuck? Okay, sorry. Wo ist jetzt der Bibliocraft da? Es ist halt mit so viel Mods, ist das echt schon anstrengend. Oder ist der Mod gar nicht drauf?
Bin ich jetzt dumm? Habe ich ihn übersehen? Ich hatte den Mod Bibliocraft drauf, oder habe ich den jetzt wirklich übersehen? Bin ich dumm? So, dann haben wir Bauercraft, dann haben wir den blöden Redbauer. Ich kann ja nicht den ganzen Mod übersehen haben. Hier haben wir die ganzen Dinge, das sind die zusätzlichen Blöcke. Das hier noch ein bisschen und davon ein bisschen. Secret Room. Ah, Ladestation wollten wir auch bauen. Ich kann sie. Habe ich original den Mod noch nicht drauf? Okay, dann muss ich den Mod mal drauf machen. Okay, gut zu wissen. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Bibliocraft. Oder warten, ich muss mal anders schauen. Das kann ich mir nicht gar nicht vorstellen. Ich muss mal hier schauen, in wie irgendwo der Bibliocraft drin ist. Equivalent. Original, nicht drauf, ne? Scheint so, okay. Dann habe ich mich vertan. Gut, dann war es halt umsonst. Mein Gedanke, was wir jetzt machen, dann gehen wir auf Alternative zurück. Zwar werden wir uns jetzt darum kümmern, wir haben ja jede Menge Scrap. Scrap heißt das nicht. Scrap du. Futzbippen Rosi. So, wir brauchen einen Deployer. Falls wir nicht schon welche haben. Deployer. Haben wir schon in unser System. 2 Stück. Hammer. Dann brauchen wir Redstone Pulser. Ist da der Unterschied? Okay. Dann nehmen wir den. Egal, soll so sein. Ich glaube, der Deployer war der richtige, oder? Mal kurz gucken. Genau. Das ist der, der die Items. Nee, das war falsch. Warte mal. Na klar, der Deployer, oder? Egal. Automatic Crafting Table brauchen wir noch. Okay, den haben wir da nicht. Automatic Crafting Table. Crafting Table 4x Zahnrad. Zuerst den Crafting Table, ne? Machen wir gleich 2 Stück. So, ja. Aber ich glaube, das war ja Deployer, oder? Ja, ich kann es echt nicht sagen. So, Bodentransport bei Bruch. Hört sich gut an, dann haben wir ein Otaric Gate, hört sich auch gut an. Dann, was brauchen wir noch? Pipes haben wir drüben. Obsidian. Transport Pipe haben wir auch. Ein bisschen den Steiner, wenn man nehmen. Wie heißen denn die Slabs? Oder wie haben wir die genannt da, die komischen? Die hier. Ein Stack wird reichen. Ein bisschen Glas. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, was wir brauchen werden. Ich weiß gar nicht, ob der Deployer das Richtige ist. Oh. Werden wir aber dann gleich sehen. Und zwar müssen wir hier mal nach unten. Hier irgendwo haben wir Scrap. Warum sage ich immer Scrap? Crabs. Wir haben den Crabs hier. Nee, Scraps. Und die müssen wir dann zu, wie nennt man das? Scrapboxen machen. Jetzt ist die Frage. Laden wir Scrap oder laden wir Scrapboxen? Wir laden Scrapboxen. Wird besser sein. So ist ganz einfach. Wir werden uns einfach hier mal
eine Diamant-Vibe holen. So, das mit diesen scheiß Bauer-Dings habe ich auch noch nicht raus, ey. Da ärgere ich mich aber immer wieder und immer wieder sage ich, ich werde das ändern und so weiter, aber bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Scrap, ja, das passt, das passt. So. Gut überlegen. Das brauchen wir so, dann geht das raus in eine Kiste. So, dann zieht das wieder raus und ins System, dann passt das. Zwar machen wir uns das Ganze gleich hier am Anfang, wohin, oder? Scrapboxen. Oder wir ziehen das hier raus, weil Scrap wird ja erst da hinten eingelagert. Dann machen wir das hier. Hier kommt einfach mal eine Diamantpipe rein. Zack. Und einfach eine stinknormale Stonepipe. Hier entlang. Und hier eine Kiste. Da sagen wir hier nach Rotzoll Scrap. Das heißt, hier lagert Scrap drin. Hier ein Automatic Crafting Table. Und hier sagen wir ganz beinhart eine Scrapbox. Das hier rein. Nehmen wir uns eine raus. Okay, das geht anscheinend nicht so, wie ich dachte. Geht wirklich nur rausziehen. Ich dachte, wenn ich hier eine ausnehme, nimmt er die Items automatisch von der Kiste raus. Normal macht er das, ne? Automatik. Wo ist dein Projekt? Ne, wie heißen denn die? Wie heißen denn die ganzen Tables hier? Crafting Table, Automatik, Crafting Table, das passt ja. Okay, dann geht's vielleicht anders. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch wieder rein in das ganze System. Sprich, wir könnten theoretisch. Ne, das machen wir hier raus und einfach darauf. Passt. Wir brauchen von oben eine Eisenpipe und Stonepipes, wenn wir noch welche haben. So, Eisenpipe haben wir, Stonepipes haben wir auch, okay. Dann geht's hier raus. Und hier rauf. Wir können eigentlich auch alles schön in der Wand legen, will ich aber jetzt unbedingt nicht machen, einfach zu faul. Die Pipe wollte ich legen, dann haben wir irgendwo unseren Hammer. Okay, wo seid ihr mal? Genau. Das heißt, die Einzige kommen wir raus, dann kommen wieder hier rein. Hier brauchen wir noch eine Golden Pipe, damit er mal ein bisschen schneller geht, sonst schlafen wir ja ein. Zwei. Eine hier hin und eine gleich danach passt. Genau, dann kommt hier das Gate hin und hier sagen wir. Erstmal oben bei der Kiste hier. Genau, die. Hier sollen Scrapboxen rein. Und kein Scrap, oder? Naja, vielleicht lassen wir ein bisschen Scrap drin. Sagen hier auch hier Scrap rein. So, dann ein paar Scrapboxen, Scraps raus. Schau mal, wenn wir die hier rein tun, müsste das ja schon funktionieren. So. Da müssten die ganzen Scraps ja hier reinkommen, weil nach Rot ist Scrap. Mal gucken, was er macht. Wenn er was macht. Ah, jetzt kommen sie. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Genau, die landen jetzt alle schön brav in der Kiste. Und wenn wir hier sagen. Item Inventory, dann Pulse, müsst ihr jetzt Scrapbox rauspulsen. Und die hier aufbauen. Genauso würde ich das haben. Da haben wir jede Menge Scrapboxen. Die müssten hier oben dann reingehen. Genau, in die Kiste da. Spitze, funktioniert. So, na wirst du. Ah, Menno. Wirst du? Bist du mich verarschen oder was? So. Noch ein paar Scrap raus. Was haben wir denn jetzt? Ach, Mann.
Also, das macht dann automatisch für uns Scrapboxen. Gleich direkt aus diesem blöden Scrap, weil das braucht kein Mensch. Weil man kann auch den Mass Fabricator mit Scrapboxen betreiben und natürlich das braucht weniger Platz und so mit. Das ist auch besser und man kann auch viel mehr daraus. Also man bekommt viel mehr UU-Meter daraus. Also es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Des Weiteren kann man aus Scrapboxen auch Items bekommen. Das werden wir auch noch machen. Finde es nur komisch, warum die Items ganz oben sind und nicht mittig. Hier sind sie wieder mittig, aber hier sind sie ganz oben. Okay, soll so sein. Muss so sein, wenn sie wollen, dass es sein sollte. So, noch ein paar Mal. Ein paar Scrapbox. Nein, wir brauchen gar keine Scraps hier. Wisst ihr warum? Weil wir haben eh. Wenn wir Scrap brauchen, dann machen wir Scrap. Wir haben ja in einem anderen Haus auch noch jede Menge Scrap. Ich hab da mir auch noch über 1000. Komm her da. Und eben die Kiste hier drüben als kleiner Buffer. Ein kleiner Buffer, wo er also die Scraps rauszieht. Weil er braucht immer ein Inventar nebenan, wo er es rausziehen kann. Oder man befüllt den direkt, das geht auch. Natürlich, wenn wir hier 9 Stack rein tun, dann macht er uns ein Stack Scrapboxen. Aber danach nichts mehr. Ja, das passt so. Gut, dann haben wir die Scrapboxen und jetzt werden wir aus den Scrapboxen. Jetzt muss ich mal kurz testen, ob das mit dem Deployer geht, bevor ich hier weiter quatsche. Sinnlos Story glaube, was gar nicht funktioniert. So wie ich mir das gerade gedacht habe. Wann das jetzt funktioniert, weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr, war es der Deployer oder war es was anders? Das ist die Frage, was ich gerade stelle. Scrapbox rein, zack. Okay, es war der Deployer. Seht, aus einer Scrapbox haben wir jetzt einen Netherbrick bekommen. Netherrack. Okay. Gut, dann funktioniert das, so wie ich gedacht habe. Jetzt brauchen wir hier eine Maschine, wo wir die Scrapboxen dann sozusagen automatisieren. Und zwar muss das am Anfang wieder rein, ne? Natürlich so eine Sache. Ja, egal, dann machen wir einfach so mal. Zwar, das können wir auch hier irgendwo theoretisch hier mit einbringen, das wär's. So, ich mache einfach mal spontan hier eins und hier einen. Zwei sollten ja genügen. Ja. Dann kommt hier zwei Obsidian Pipes hin. Die wir unten miteinander verbinden und zwar mit Eisen Pipes, die wir nicht hier haben. 60 haben wir Steinpipe, das geht sich dann aus. So. Ah, Menno. Hallo? So. Ich glaube, Eisenpipes haben wir noch hier, oder? Sandstone nehmen wir Reserve einmal mit. Davon werden wir auch einige brauchen. Und Eisenpipes, gut. Zack, hier runter. Dann kommt hier Eisenpipe. Hier die Pipe. Und dann geht's Eisen nach unten. Und wir müssen hier wieder in die Kiste rein. Frage ist, wo wir das am einfachsten machen. Mitte. Einfach hier nach unten noch einmal. So, das heißt, hier müssten wir so rauskommen, genau. Und da fahren wir einfach rüber. Ich weiß noch nicht, wie weit, ne? Mal gucken. Schaut ziemlich gut aus, ja. Eins weiter noch. Jetzt hier rüber. Aufpassen, dass wir nicht zu weit buddeln hier. Hallo? Ah, okay, kein Energy mehr. Dann nehmen wir den da.
Ich sehe gerade gar nichts. Seht ihr was? Ja, jetzt vielleicht. So, genau, da kommen wir runter. Legen wir die Leitung dann schön hier auf den Boden. So. Hier kommen wir eins runter. Dann kommt hier zweimal Vollgas. Verstehst du? Vollgas, ey. So. Weil wir müssen ja die ganzen Items wieder in unser Lager transportieren. Es kann ja sein, dass da Eisen rauskommt. Es kann ja alles Mögliche rauskommen. Und deswegen müssen wir darauf achten. So, jetzt haben wir hier aber noch eine Golden Pipe sitzen. So. Und hier müssen wir auch irgendwie dran kommen. Da noch so. Hier kommt eine Sandstone hin. Genau, nach unten dann hier und hier. Wie wir so machen, das schön. Dann weiter hier. Da kommt hier noch mal so einer hin. So, und da noch zwei Stück und dann haben wir es eigentlich. Mein Inventar ist voll. Deswegen kann ich hier nichts aufnehmen. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Was haben wir jetzt reingehauen? Netherrack und mein. Ah, Ender-Backpack, okay. Das müssen wir dann gleich wieder rausholen. Das ist halt immer so doof. Wenn man hier so nebenbei auch noch das Inventar, wie nennt man das, sortiert so, da irgendwie ein Bug ist und das rumbuggt, dann verschwinden manchmal andere Sachen, die nicht verschwinden sollten. Und das ist etwas nervig. Gut, so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Er zeigt nach unten. Das passt mir auch. Die Frage ist, ob das jetzt von der Weite passt. Das habe ich jetzt vergessen zu berücksichtigen. Wenn nicht, dann werden wir das einfach so bauen, dass es passt. Mal Scrapboxen. Ah doch, das passt. Seht ihr? Da fliegen alle möglichen Items raus. Von den Scrapboxen. Oh, das passt. Komischerweise fliegt das von der Seite dahin. Also genau übers Kreuz wahrscheinlich. Nee, okay. Das fliegt da raus. Aber das macht nichts. Deswegen haben wir hier, in unserem Fall, habe ich hier Glas. Bitte das ein bisschen mit Glas umranden. So. Damit das eben, ja, nicht rausfliegen kann. Wie wir gerade gesehen haben, ist ja das Item auf die Seite rausgeflogen. Um das zu vermeiden, machen wir hier alles Glas. Und hier hinten dann später was anderes. Schaut da komisch aus, ne? Vielleicht die Ecken hier. So. Damit es etwas besser aussieht. Alles Glas, da sieht man halt nicht viel, ne, wenn alles Glas ist. Weil alles durchsichtig ist. Ich denke mal, so wird das schon besser passen. Ich kann die Items vor allem nicht mehr rauslegen. Das ist ja das, was ich wollte. Mal schauen, jetzt müssen hier alle Items drin sein. Genau. Und die müssen jetzt alle hier irgendwo landen. Genau, sie landen eindeutig hier. Nicht da, wo wir, wo ich erhofft habe. So. Ach, mein, auch schon wieder den ganzen Kack hier drin, ey. Sandstone Pipe klappt also nicht. Das ist Rottenfleisch. Aber andere Pipe, na doch, Eisenpipe nehmen wir hier. Das klappt, weil wir können ja hier sagen, sofern wir unseren Hammer hätten, den der jetzt natürlich da oben landen wird. So, unser Hammer und unser Backpack, das da.
brauche ich. Dafür bekommst du eine Fackel. So, den schalten wir so um, dann sollte es wieder klappen. Ich habe einfach zu viel in dem Metall. Gar nicht. Was ist eigentlich, wenn ich hier... Das auch noch einpacke, dann müsste er das auch machen, oder? Ah, okay. Block setzt er dann, okay. Gut zu wissen, ne? Das sollte man immer im Auge behalten. Jetzt schauen wir mal. Ja. Schmeißt er die Items alle hier rein. Gut. So, dann das brauche ich alles vorerst mal nicht. Das schmeißen wir alle mal hier rein. Dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir gewisse Items mal hier abladen, die ich gerade nicht so brauche. Jetzt weiß ich, dass ich das wieder falsch gebaut habe, nicht so wie ich wollte. Und zwar gibt es hier Items wie zum Beispiel, ne, Wooden Hoe. Puhn kann man lassen. Was sollten ja mehr so komischen Items sein? Ah, hier, Schwert. Dann sollte mal eine Spitzhacke kommen und alles mögliche kommt hier raus. An Werkzeugen von Holz, was wir ja nicht brauchen. So. Was ist noch uninteressant, was hier rauskommt? Dann müssen wir uns da später mal schauen, was da alles so rauskommt. Denn das werden wir gleich in den Recycler hauen. Und zwar, indem wir einfach hier oben nach Rot schicken, das Ganze. Das soll das gleich direkt in den Recycler hauen. Dann sind wir dieses Zeug schon mal los, weil davon kommt wirklich, ja, jede Menge raus. Das war jetzt in dieser Kiste, ne? Genau, jetzt ist keins drin. Dann müssen wir hier nochmal den holen. Und ich glaube, Stone Pipe werden wir auch noch eine brauchen. Und Glas, das müsste auch hier sein. Und Stein eventuell noch. Denn ich wollte das hier eins breiter bauen. Aber ich könnte das gleich lassen. Ne? Also die Obsidian Pipe, 3 Obsidian Pipe, aber dafür nur 2. Das wäre fast besser, ja. Okay, das saugt er gleich ein. So. Genau. Und hier noch eine Obsidian Pipe drauf. Dann, falls das links oder rechts fliegt, ist es egal. Ich kann das ein bisschen rumdrödeln hier. Wo ist ein Obsidian Pipe hier? So. Und hier wieder schön zumachen. Und zwar hier zwei, hier. Hier müssen wir aufpassen. Da kommt da in der Mitte. Hier einer noch. Genau. Und hier auch Glas. Genau. Wobei das in der Mitte dann ja eigentlich theoretisch sinnlos wäre. Außer wir nehmen den hier weg. Und sagen, hier kommt Glas drüber und hier kommt der. Weil hier will ich dann den hin haben. Das natürlich raus. Und hier sagen wir alle 5 Sekunden. Und du weg da. So, so. Dann tun wir hier mal ein paar Scrapboxen rein. Und schau mal zu, wie der die rausschmeißt. Zack. Ja, ihr seht, beide fliegen in der Mitte. Also ziemlich witzig. Jetzt beide aus. Wieder beide Mitte. Deswegen meine ich, da fliegt immer irgendwo anders hin, deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Jetzt haben wir eine schöne Farm. Der bringt uns noch zusätzliche Items, wie man hier sieht. Wow, alles mögliche bringt der uns. Da ist Zinn dabei, ein Sticky ist dabei. Also schon ein paar Sachen, da Stickies haben wir jede Menge da. Und da müssen wir dann natürlich schauen, was wir aussortieren. Mal hier dann ein Stack mal rein und überall so. Das mal erhöhen auf 2 Sekunden
erhöhen, also 100 Cent auf 2 Sekunden theoretisch. Geht alles ein bisschen schneller und wir bekommen schneller Items. Ich habe mein Schild gesehen. Kommt da noch alles? Hier wieder ein Schwert, ein Lava-Eimer, okay. Eine hohe wieder. Ein Minecart. Eine hohe und ein Grasblock. Jede Menge Hohn. Hohn. Hohen. Hohe. Hohn. Keine Ahnung. Essen. Essen. War das eine Uranzelle? War das jetzt echt eine Uranzelle? Alter Schwede, ne? Also Uranzelle, Schleimbälle hat man gesehen. Also wenn das eine Uranzelle war, dann war nicht schlecht. Hier wieder Kupfer. Torten. Ah, hier haben wir Spitzhacke bekommen. Ne, das war keine Uranzelle. So, ach, mein Gott, fast. Ich wollte die Spitzhacke haben. Damit wir die auch gleich hier mit rein. Damit er die auch gleich aussortiert. Schauen wir mal, was wir noch so alles bekommen. Ja, das Problem bei der Sache ist, ihr seht, es kommt jede Menge Schund an. Zum Beispiel die Torten, die werden uns den ganzen Platz rauben. Nikogay, sind die Collate. Gummi, okay, das ist Schad. Da ist die Axt. Okay, was ist denn das? Achso, eine Batterie war das, okay. Ich dachte schon, das wäre eine Oranze. Das wäre cool gewesen. Beispiel Grasblock brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Was kommt noch oft? Schilder, ja, die kann man stacken, aber brauchen wir auch nicht. Schmeißen wir auch in den Recycler. Goldhelm, ja, kann man gelten lassen. Flexseed kann man auch lassen. Die Blumenkacke, ja, was soll man damit machen? Großartig. Schmeißen wir mal das rein. Damit er uns gleich mal den größten Scheiß hier weg haut. So, dann. Hier fehlt ja noch etwas, ne? Die Hacke. Tun wir den da hin. Und das da hin. Na, noch ein Helm. Weiter, ja. Kohledust war noch mit bei. So, der hat nichts mehr. Dann geben wir den noch ein bisschen. Okay, der hat nichts mehr. Was sind alles? Oh, alles quer weg. Also hätten wir gar nicht zwei gebraucht davon. Dein auch gereicht. So, wir pausieren den ganzen Mal. Das wir mal warten hier. Denn ich mache jetzt auch eine Pause. Wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, Map-Download unten in der Videobeschreibung. Kommentiert, liked oder abonniert mich, wenn euch das Ganze gefällt. Und ja, vielleicht sehen wir uns auch mal in Staffel 4 auf dem Server. Wäre auch nicht schlecht. Dann mache ich ja momentan Let's Play Together mit Klopapier eigentlich. Klopapier 720b, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also alle von Server, die was zuständig sind und so weiter, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, das schaut gut aus. Das gefällt mir soweit, wie wir jetzt haben. In der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen darum kümmern, wie wir das Ganze handhaben mit eben den überschüssigen Items hier. Besonders zum Beispiel die, was man nicht stacken kann. Da ist noch eine Schaufel. Zum Beispiel den Goldhelm kann man ja meines Wissens nach wieder zurückcraften zu Gold. Mal gucken. Wenn er das Rezept ladet. Genau, man schmelzt den ein, bekommt man wieder 5 Gold raus. Also so kann man auch Gold, also wir haben schon 15 Gold, was wir hier liegen haben. Nur Problem ist, dass der Dienst stackt. Und dafür werden wir in der nächsten Folge Abhilfe verschaffen, auch hier bei den Minecarts. Torten, Goldhelm. Ja, Bienen werden nicht so viele sein, hoffentlich. Weil die sind ja hauptsächlich nur beim Abbauen, aber die Sachen müssen wir unbedingt schauen, dass wir die wegbekommen. Und für Nikolait müssen wir auch noch eine Truhe machen, damit hier auch noch mehr kommen. Gut, dann war's das für die Folge. Ich mache eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ciao Leute, bis dann.